Hallo, hier ist wieder Wolfgang, euer Mr. Moneypenny mit den Themen rund um Versicherungen, Baufinanzierung und Geldanlage. Heute mit dem Thema das richtige Verhalten im Schadensfall. Häufig wird über Versicherungsgesellschaften geschimpft, da diese im Schadensfall nicht das Geld auszahlen, was der Kunde erwartet. Nicht selten liegt es jedoch am Fehlverhalten des Kunden, welches durch einfache Verhaltensregeln behoben werden kann. Ich unterscheide das richtige Verhalten im Schadensfall daher in drei Gruppen. Richtiges Verhalten vor dem Schadensfall, das richtige Verhalten im Schadensfall und das richtige Verhalten nach dem Schadensfall. Zum richtigen Verhalten vor dem Schadensfall gehört, dass man regelmäßig einen Finanz-TÜV durchführt. Wie ein Auto, das alle 2 Jahre zum TÜV muss, um festzustellen, ob es noch verkehrstüchtig ist, sollte man auch regelmäßig überprüfen, ob die Versicherungen noch zu einem passen. Man muss sich regelmäßig genau die Fragen stellen, welchen Absicherungsbedarf man hat und welche Versicherungen mit welchen Bausteinen die passenden sind. Der Preis oder der Beitrag ist dann das Ergebnis dieser Wahl. Am Beispiel der Wohngebäudeversicherung könnte das so aussehen. Wie hoch muss die Versicherungssumme sein? Sollen Elementarschäden mitversichert sein? Habe ich eine Fußbodenheizung, ein Aquarium oder ein Schwimmbad im Haus? Und sollen Schäden durch grobe Fahrlässigkeit vollständig abgesichert sein? Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel haben in der Regel alle Wohngebäudeversicherungen abgesichert. Es kommt auf die kleinen Bausteine im Versicherungsschutz an. Diese stehen nicht in der Police, sondern in dem über 30-seitigen Bedingungswerk der entsprechenden Wohngebäudeversicherung. Wer sich regelmäßig mit seinem Versicherungsschutz beschäftigt, hat dann zumindest im Schadensfall kein böses Erwachen. Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil das richtige Verhalten im Schadensfall wie folgt beschrieben. Ein Versicherungsnehmer hat sich im Schadensfall so zu verhalten, als wäre er nicht versichert. Das heißt, ihr braucht in einem lichterloh brennenden Haus nicht den Helden spielen, um die Möbel zu retten und euch dabei selber in Lebensgefahr zu bringen. Ein Anruf bei der Feuerwehr reicht vollkommen aus. Das genüssliche Abwarten, bis alles auf die Grundmauern runtergebrannt ist, da man sowieso neu bauen wollte, ist sicherlich kein richtiges Verhalten. Als nächstes ist unverzüglich, das heißt im Juristendeutsch, ohne schuldhaftes Verzögern die Versicherungsgesellschaft über den Schaden zu informieren. Beim richtigen Verhalten nach dem Schadensfall passieren die meisten Fehler der Kunden. Eine Versicherungsgesellschaft muss sich einen Eindruck von dem Schadensereignis machen können. Das heißt, der Schaden sollte nicht schon beseitigt oder defekte Gegenstände weggeworfen sein. Weiterhin ist umgehend das von der Versicherung übermittelte Schadensformular vollständig auszufüllen und zurückzusenden. Dabei sollte natürlich auch auf die Formulierung des Textes geachtet werden. Falsche Angaben führen zum Verlust des Versicherungsschutzes, unglückliche Wortwahl durch Ausschlüsse in den Versicherungsbedingungen teilweise auch. So wird bei einem Feuerbrand durch einen brennenden Weihnachtsbaum sehr genau darauf geachtet, wie lange man den Raum verlassen hat. Da kann es um den Grund und um die Dauer gehen, die über die Erstattung des abgebrannten Hauses oder den fehlenden Versicherungsschutz entscheiden. Daher mein Tipp als Mr. Moneypenny. Ihr müsst im Schadensfall die gestohlenen oder verbrannten Gegenstände beweisen. Quittungen liegen natürlich nicht von allen Gegenständen vor. Daher nehmt eine digitale Kamera und fotografiert den gesamten Hausrat einmal durch. Dann könnt ihr im Schadensfall beweisen, was ihr einmal besessen habt. Und lasst euch im Schadensfall von eurem Versicherungsvermittler helfen. Er kennt die Fallstricke und führt euch durch das Versicherungslabyrinth. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich auf Daumen rauf, abonniert den Kanal und teilt dieses Video auf Facebook. Bis zur nächsten Woche, euer Mr. Moneypenny.